Damit herzlich willkommen zum dritten Veranstaltungstag heute hier im Sportzentrum in Cottbus zur 7. Weltmeisterschaft im Feuerwehrsport und heute mal nicht auf der Rasenfläche, sondern eher dann doch oben in der Kommentatorenkabine. Und bevor wir dann tatsächlich in die heißen Kämpfe des heutigen Tages einsteigen, eine ganz wichtige Information für die Gäste, die gestern schon da waren. Wir hatten ja gestern bei dem Hindernis auf der Frauen einen kurzen Unfall. Aber alles in Ordnung, der Sportlerin, die dort gestürzt war, geht es hervorragend. Sie wurde noch auf dem Platz hier behandelt. Und gute Besserung nach Hause! Und ich bitte mal alle diejenigen, die sich momentan in den Sichtbereich befinden, einfach ein Stück zur Seite gehen, weil jetzt gilt die Aufmerksamkeit unseren jüngsten Feuerwehrleuten, die wir heute hier überhaupt am Start haben. Und ich sage, für unsere Gäste, Start! Haus Nummer 6. Wie viele Leute sind in dem Haus? Ich mit meinen kleinen Brüdern. Okay, wir schicken euch die Feuerwehr eine Heim. Ich bin am Empfang. Wir haben für euch ein Familienhaus im Dorf Sadova. Haus Nummer 6. Im Objekt befinden sich zwei jugendliche Personen. Der Herr Kahundu, verstanden. Wir erfahren was. Der Herr Kahundu, Feuerwehreinheit Olfen vor Ort. Wir erklären die Situation auf und erstatten Bericht. So Jungs, packen wir die Schläuche ein und sehen, wer zum Stand ist. Beherrscht auch mit Pulver ein Heimpulver. Befehl ausgeführt, wir kehren zum Stichpunkt zurück. Ja.
Vielen Dank natürlich den Kindern, die hier im Einsatz waren, mit eurem Beifall.